und herzlich willkommen bei Frau Jannik probiert's aus, probier es auch. Und heute probiere ich eine super leckere und super schnelle Soße für eure Pasta. Und zwar wird die aus Tomaten sein. Und die ganze Soße wird super cremig, sie ist vegan, mit wenigen Zutaten, total einfach gemacht, kommt aus dem Mixer. Also eine Soße ohne Kochen und ist jetzt perfekt für die Sommerzeit, wenn man nämlich keine Lust hat zu kochen. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Für diese wirklich einfache Tomatensauce braucht ihr folgende Zutaten, das sind ganz wenige. Und das Praktische daran ist auch noch, dass diese alle im Vorrat sind sozusagen und ihr braucht keine frischen Zutaten und es ist super gut, da muss man nämlich nicht nochmal einkaufen gehen. So, als allererste Zutat für eine Tomatensauce brauchen wir natürlich Tomaten. Ich habe jetzt hier getrocknete Tomaten gewählt. Es gibt ja auch noch diese Variante, wo in Öl eingelegt ist. Vielleicht würde das auch gut funktionieren, müsste man mal ausprobieren. Ich habe die genommen, die nicht in Öl eingelegt sind und die waren in so einer verschweißten Packung, also wirklich ganz trocken. Und die habe ich jetzt hier erstmal mit Wasser, mit kochendem Wasser übergegossen und die für ein paar Minuten einweichen lassen, damit dann der Mixer es nicht so schwierig hat. Dann als nächste Zutat brauchen wir für die Cremigkeit und das dann ein bisschen so... ja, so ein bisschen Cinque Pie-Soßen-mäßig, falls ihr diese Soße kennt, so ein bisschen Rahmgeschmack sozusagen reinkommt für diese Konsistenz, habe ich jetzt Cashewkerne und diese habe ich ebenfalls mit heißem Wasser übergossen und für ein paar Minuten stehen lassen. Wichtig ist jetzt hier, dass ihr dieses Einweichwasser abschüttet und dann das Ganze nochmal gut abspült und dann könnt ihr die Cashewkerne verwenden. Und hier bei den Tomaten ist es egal, wir werden dann dieses Wasser auch noch verwenden. Falls die Soße zu dick ist, können wir damit das praktisch auffüllen, dann haben wir noch ein bisschen Geschmack in dem Wasser von den Tomaten. Dann brauchen wir noch ein bisschen Gewürze, da könnt ihr natürlich würzen nach Wahl, wie ihr das gerne habt. Ich werde jetzt hier ein paar Hefeflocken benutzen, das ist ein super Käseersatz in der veganen Küche. Das wird die Soße noch mal ein bisschen andicken und macht sie sehr würzig. Dann gebe ich hier nochmal für Pasta, finde ich, italienische Kräuter passen da super gut. Ich habe jetzt hier einfach einen fertigen Pizzagewürz gewählt. Dann gebe ich noch ein bisschen Knoblauchpulver dazu und hier habe ich noch eine Mischung mit Salz, Pfeffer und so weiter. Könnt ihr auch nur Pfeffer wählen, wie ihr möchtet und könnt verschiedenes ausprobieren und natürlich am Schluss abschmecken und schauen, ob es euch auch wirklich gut schmeckt von der Würze her. So, also würde ich sagen, fangen wir an. Jetzt geht das Ganze super einfach. Die ganzen Zutaten kommen in meinen Mixbehälter und werden einfach durchgemixt. So, das Ganze werde ich jetzt erstmal in eine Runde mixen und dann schaue ich eben, ob ich noch ein bisschen gekochtes Wasser hinzufüge. So, das Ganze ist jetzt noch etwas zu fest. Das wäre jetzt eher so eine Art Pesto, wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich möchte ja eine Soße daraus haben und das Ganze ein bisschen cremiger haben. Und deshalb gebe ich noch ein bisschen heißes Wasser hinzu. So, ich habe jetzt meine Pasta fertig. Ich habe natürlich jetzt einfach Pasta abgekocht. Da könnt ihr natürlich die wählen, die ihr gerne habt. Ich habe jetzt hier Dinkel Spirelli gewählt, habe das Ganze durchgemischt, noch ein bisschen dekoriert. Zum Beispiel hier nochmal ein bisschen von diesen Hefeflocken obendrauf. Was auch super lecker wäre, wäre zum Beispiel selbstgemachter Parmesan, veganer Parmesan. Dazu habe ich auch bereits ein Video gemacht und das verlinke ich euch dann mal in der Infobox. Und außerdem gibt es ja auch schon fertigen veganen Parmesan, der würde auch super darauf passen. Ja, und jetzt würde ich sagen, ist es Zeit zu essen. Und wir probieren doch mal. Also es schmeckt richtig lecker nach Tomate, also richtig cremig, wirklich wie Cinque Pie, falls ihr diese Soße kennt, die 5P. Und richtig lecker, vegan, das Ganze super easy, einfach gemacht, also in 0,6 seid ihr ja fertig.
Ich würde sagen, das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Und wie immer findet ihr ganzen Mengenangaben und Zutaten auf meinem Blog fraujanik.com. Schaut dort gerne vorbei. Und wenn ihr mir Fotos schickt, wenn ihr die Sachen ausprobiert habt, dann geht es immer am besten auf Instagram unter dem Hashtag fraujanik. Und ich freue mich jedes Mal riesig über eure Fotos. Vielen, vielen Dank dafür. So, jetzt würde ich sagen, müsst ihr nur noch meinen Kanal abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Nicht vergessen, noch einen Daumen hoch da lassen und natürlich noch diese Glocke anklicken, damit ihr auch benachrichtigt werdet, falls ein neues Video online kommt. So, und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren. El Guete, und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Jannik.